sein. Falls mich jemand hören kann, wieder vor Ort auf der Buckelpiste. Heute Käfer, Würstel, X-Max. Ja, lieber Gummi. Ja, die Windgeräusche werde ich wohl nicht ganz wegbekommen, aber das lässt sich nicht vermeiden. Wir haben euch ein bisschen Orkanböen oder so gedöhnt. Was war das? Baujahr 92 der Käfer? Ja. Baujahr 92 ist der Käfer. Und die Marke war nochmal? Hersteller? FG. FG Käfer. Oh, jetzt habe ich gar nicht gesehen, wo ich hingefilmt habe. Ja, nochmal einen Busch ausrichten. Ja, komm mal her. Komm zu Papa. Ja, Käfer ist geil. Kann man nicht anders sagen. Sieht aus, als würde ein Elefant auf dem Rücken liegen. Schicke Turnschuhe übrigens. Danke. Gustav. Ich krieg kalte Finger schon hier. Ja, ich habe jetzt mal einen anderen Zoom reingemacht, so ein bisschen. Ja, yes, mit einem Rad durch. Ja, das Wetter an sich ist eigentlich ganz gut, von der Sonne her und von den Wolken. Aber der Wind, der ist mörderisch. Auf der Fahrt hierhin sind schon überall Äste auf der Straße gelegen und... Yes. Schaffst du das auch auf zwei Rädern? Wie nennt man das eigentlich, wenn man so seitlich auf zwei Rädern fährt? Nicht hinten meine ich, meinte jetzt auf der Seite. Gibt es da einen Namen für? Immer diese halbstarken Fahrer. Ups, wie immer nicht dabei gewesen mit der Kamera. Das war der Desert, ne? Ja. Mal gucken, ob der anspringt. Fürststart, ne? Ja, heute zumindest, ne? Ja, dafür, dass wir heute auf 7 Grad ist, ist das korrekt. Ja, kommt schon. Dampfschwinger ist noch nicht geübt. Ja, ist eingefroren anscheinend. Also wer mit auf dem Film drauf will, der muss den Daumen nach oben machen oder so, dass ich Bescheid weiß. Ups. Was ist das Leuchtende da oben am Himmel? Schnee. Schnee? Hey, das Ding da. Ach, das ist die Sonne. Ui. Weißt du, was das Gute war? Dass du den also Second Hand gekauft hast? Dass du nicht den ersten Kratzer dran gemacht hast. Da brauchst du dich ja nicht zu ärgern, ne? Nein, dass der Second Hand ist, beweist, dass er sehr widerstandsfähig ist. Ja, das sowieso. Ja. Und hart im Nehmen. Ja, das wissen wir ja mittlerweile. Sonst hättest du den ja auch nicht gekauft, ne? Richtig. Ich sag ja, jetzt ist... Irgendwie gibt es nur auf dem Markt, also ich weiß es nicht besser, aber für Elektro finde ich den am besten, den X-Max und eben den Losi 5T. Von der Haltbarkeit her. Ui, du schaffst das noch? Ohne Hüllibar.
Minibar. Ja, dein Filmchen, ich sehe das Bild von dir. Dein Filmchen von Westfalia-Markt hat mir auch gefallen. Schön auf HD. Und nicht so blöde verwackelt wie meine Gurken, die ich da gedreht habe. So, und wenn einer sehen will, du hast mich mitgefilmt, ne? Ja. Also wenn einer suchen will, kann mich da finden. Jetzt fahren wir gleich wirklich die Finger ab. Jetzt fängt fast in die Bahn mit. Ja, muss, ne? Machen wir schön noch eine Pfütze, ne? So, und die Räder müssen trocken dafür sein. Sonst geht das nicht. Ja, die Pfütze da hinten durch. Ja. Gibt's doch gar nicht. Passiert genau das. Ja, das Aufstellen automatisch, das macht er nicht, weil das zu sehr verschleißt sieht. Dann lieber von Hand aufrichten, geht besser. Ja, wenn du noch mal vorfährst, dann mache ich noch mal eine Endansage und... bei 10 Minuten voll. Ja. Ja, jetzt dauert es nicht mehr lange, dann ist das nächste Rennen in Holland. Ich hoffe, dass das nicht so ein Filmmarathon wird wie jetzt beim letzten Mal, wo so viele Filme von Holland ich gebracht habe. Das ist aber deswegen, weil auf Wunsch von Fahrern sollte ich die filmen und ja, dann sind da ein paar Teile mehr raus geworden. Also mein Kanal verödet jetzt nicht nur mit Holland-Rennen, sondern es kommt wieder wie gehabt am Boxing, Reparaturen etc. pp. Und meine Abonnenten, die ich da gerne sehe, verzeiht mir, ich habe momentan nicht so viel Zeit, die Filme zu gucken. Aber ich hole das alles nach und das merkt er ja dann, wenn ich einen Kommentar was reingeschrieben hat. Wenn es mal kurz aushört, dann ja, habe ich halt nicht so viel Zeit. Und, aber gucken tue ich sie mir dann an, auf jeden Fall, von vorne bis hinten. Vorhin, das ist ja genauso wie bei mir, da sieht man manchmal Sachen, wenn man so da ins Detail reingeht, ja, wo man normal nicht drauf achtet, wo man später nochmal hinguckt und sagt, aha, so wurde das gemacht. Ja, man konnte sich schon ein bisschen bescheuert vor, wenn man hier mit der scheiß Kamera redet, aber naja. Bei dem Wind hört mich ja keiner. Wer ist denn schneller von euch beiden in Anzug? Mach doch mal so ein Viertelmeilen-Dingen. Habt ihr Bock drauf? Ja, bei dem X-Max ist ja so, der bringt die Kraft ja nicht auf den Boden. Da siehst du ja nur so einen schwarzen Streifen auf der Straße. Eins, zwei, drei. Ja. Das ist ungefähr so, der als letztes aus dem Auto rausspringt, ne? Vor der Schlucht. Ja, ja, der ist ein eindeutiger Sieger, würde ich mal sagen, ne? Abgezockt.
Das ist jetzt auch gerade nicht so günstig, da steckt da gleich alle in einem Zaun drin, ne? Ein Versuch noch. Oh, ich muss ja nach. Ich hab ja noch einen Termin. Achtung, fertig, los! Ja, Frühstart. Also, ich wollte gerade sagen. Scheiße, es ist immer da hinten. Ja, da wird es ja mal warm beim Hinlaufen jetzt. Wo bin ich? So, jetzt reicht's. Ich habe keine Zeit mehr. Dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, bis dann, Schäfer!